Hallo, wenn Sie wissen wollen, welche Alternativen es zu den Magensäureblockern gibt, dann gerne schauen Sie sich jetzt das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Ich bin Arzt und arbeite und forsche schwerpunktmäßig über das wichtigste bzw. häufigste Symptom, warum man zum Arzt geht, nämlich Schmerzen. Sehr oft werden dabei natürlich auch Schmerzmittel verschrieben. Sehr oft haben Patienten dann Probleme mit den Nebenwirkungen von Schmerzmitteln oder Patienten haben ganz allgemein Probleme mit der Magensäure, ein häufiges Aufstoßen. Was verschreibt man dann sehr oft? Das sind die sogenannten Magensäureblocker oder auch die Protonenpumpenhemmer genannt, wie zum Beispiel Omeprazol, Pantoprazol. Darüber habe ich auch bereits ein Video gemacht, was sehr viele sich angeschaut haben. Und gefragt werde ich oft, welche Alternativen gibt es zu diesen Tabletten? Ganz allgemein vorab muss man sagen, diese Tabletten sind sehr wichtig. Es ist gut, dass es sie gibt, weil viele Patienten diese benötigen. Zum Beispiel, wenn man akut starke Schmerzen hat, operiert wurde und dabei zum Beispiel dann Ibuprofen oder Diclofenac oder andere Medikamente benötigt. Auch bei bestimmten Erkrankungen sind diese Medikamente sehr hilfreich. Aber man weiß, in Deutschland knapp 5-10% der Bevölkerung nehmen diese Medikamente ein. Omeprazol oder Pantoprazol, aber, oder jetzt kommt das Besondere, knapp die Hälfte davon, 40-50% aller Patienten, die diese Medikamente einnehmen, nehmen die entweder ein, ohne dass es einen wirklichen Grund gibt, beziehungsweise gar nicht die richtige Indikation, oder nehmen eine viel zu hohe Dosierung ein, oder, und das ist vor allem auch gefährlich, nehmen die Medikamente langfristig beziehungsweise dauerhaft viel zu lange ein. Man muss natürlich dabei auch sagen, manche Patienten haben gar keine andere Möglichkeit, wenn man chronische Erkrankungen hat zum Beispiel. Aber dann hat man oftmals einen Teufelskreis. Man nimmt dauerhaft Schmerzmedikamente ein. Diese machen dann Nebenwirkungen mit dem Magen-Darm zum Beispiel. Um diese Nebenwirkung zu reduzieren, nimmt man dann die Protonenpumpenhemmer ein, die das Problem eher nur kaschieren und ja auch gar nicht lösen. Und am Ende führt es dazu, man braucht noch mehr Schmerzmittel. Die Protonenpumpenhemmer wirken vielleicht auch gar nicht mehr richtig, beziehungsweise man bekommt die Nebenwirkung. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, Alternativen zu finden, beziehungsweise zu versuchen, den eigenen Bedarf zu reduzieren. Und dabei liegt sehr viel, und das muss man auch so sagen, in Ihrer eigenen Hand. Meine Empfehlung, achten Sie darauf, wenn Sie länger als 2 Monate die Protonenpumpenhemmer nehmen, dann hinterfragen Sie, ist es richtig, ist jetzt hier nicht eine Dauereinnahme, denn dann besteht das Risiko, wenn Sie dann später aufhören, einen Rebound-Effekt zu haben. Ich empfehle Ihnen, die Medikamente auszuschleichen, also nicht abrupt aufzuhören, weil gerade nach einer Zeit wie 2 Monaten sich der Körper daran gewöhnt hat und dann kommt es, wie gesagt, zu dem Rebound-Effekt. Ausschleichen bedeutet, in der ersten Woche jeden zweiten Tag nur noch die Medikamente nehmen und dann in der zweiten und dritten Woche jeden vierten Tag. So gewöhnen Sie sich langsam daran, der Körper gewöhnt sich auch langsam dran und es kommt nicht zu einem abrupten Aufhören. Das ist also auch sehr wichtig. Welche Möglichkeiten gibt es nun, den Verbrauch an Protonenpumpenhemmern für sich selber zu reduzieren, gerade bei den chronischen Erkrankungen, beziehungsweise wenn man es dauerhaft einnimmt, denn dann kommen Probleme damit. Und erstens sind das sogenannte Antazida sind Medikamente bzw. Tabletten, die dafür sorgen, dass die Magensäure neutralisiert wird. Das empfehle ich Patienten zu nehmen, die schon sehr lange Protonenpumpenhemmer nehmen, weil da kommt es oftmals zu einem sogenannten Rebound-Effekt. Wenn man mit den Protonenpumpenhemmern nämlich aufhört, die zu nehmen, dann bildet der Körper viel mehr Magensäure, als man ursprünglich hatte. Ein Rebound-Effekt tritt auf. Und das führt dann dazu, vielleicht kennen Sie das, dass man nach 1-2 Wochen sofort wieder diese Protonenpumpenhemmer nimmt, weil man merkt, oh Mist, ich habe aufgehört und die Probleme sind viel schlimmer geworden. Wie man das lösen kann, ist ein bisschen diese Antazida zu nehmen, denn die Antazida neutralisieren die Magensäure. Das heißt also, es wird zwar mehr Magensäure wieder gebildet, aber diese Magensäure wird neutralisiert.
Und mit der Zeit dann pendelt sich das ein und dann kann man auch auf diese Anthrazite verzichten. Das ist also eine sehr gute Möglichkeit, aber letztlich auch ja, eher ein oder ein Medikament, also auch vielleicht was, was man nicht unbedingt haben möchte. Zweitens Ernährung. A und O dabei ist natürlich die Ernährung. Sie selber wissen ja auch, warum Sie vielleicht dieses Aufstoßen haben, diese erhöhte Magensäure, und Ernährung spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Zum einen sollte man dabei unterscheiden zwischen säurearmes Obst und säurereiches Obst. Ich habe hier einmal eine Übersicht gemacht. Da sieht man, wo welches Obst zuzuordnen ist. Also das ist für Patienten relevant, die Probleme haben zum Beispiel mit dem Sodbrennen. Oder auch Patienten, die wissen, dass sie viele Schmerzmittel einnehmen. Dann sollte man nicht das noch provozieren, dass viel Magensäure gebildet wird. Also darauf achten, säurearmes Obst zu sich zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, worauf man verzichten sollte, wenn man versucht, die Protonenpumpenhemmer abzusetzen, beziehungsweise die Ursache, warum man mehr Magensäure hat, zu reduzieren. Noch einmal, ganz wichtig ist meines Erachtens aber, darüber auch vorab mit einem Ernährungsberater zu sprechen und gemeinsam einen Plan zu machen. Ich kann Ihnen jetzt nur ganz allgemeine Tipps geben, die Sie so letztlich auch im Internet finden, wobei an dieser Stelle auch wichtig zu sagen, schauen Sie sich das genau im Internet an, gucken Sie auch, was die Quellen sind. Vielleicht will man selber nur irgendwelche Produkte verkaufen oder ähnliches. Aber dennoch gibt es ein paar Tipps, worauf man achten sollte bei der Ernährung, weil man so schon es schaffen kann, auf die Protonenpumpenhemmer in Zukunft zu verzichten. Erstens weniger oder gar kein Alkohol. Zweitens, wie eben schon gesagt, säurearmes Obst. Drittens fetthaltige Speisen verzichten. Sie wissen es selber vielleicht, fetthaltige Speisen führen dazu zu Sodbrennen, zu Aufstoßen. Sie fördern die Bildung von Magensäure. Viertens, Filterkaffee, darauf verzichten. Ich nenne gleich auch noch eine Alternative zu Filterkaffee. Fünftens, und das ist auch ganz interessant und wird oft vergessen, kohlensäurehaltige Getränke. Natürlich ist es gut, Wasser zu trinken, viel besser als zuckerhaltige Getränke zu trinken. Aber wenn man Probleme mit der Magensäure hat oder die Protonenpumpenhemmer absetzen will, weniger davon nehmen will, ist es förderlich, auf kohlensäurehaltige Getränke zu verzichten. Und letzter Punkt, und das wissen Sie auch, viele scharfe Gewürze sind ebenfalls schlecht, fördern auch die Bildung von Magensäure. Warum? Weil Magensäure eine ganz wichtige Funktion hat. Magensäure soll ja die Nahrung zerkleinern, deswegen auch dieses fetthaltige Speisen, darauf wenn möglich verzichten. Stattdessen, was empfehle ich Ihnen bei der Ernährung? Aber nochmals, besprechen Sie es unbedingt mit einem Ernährungsberater bzw. finden Sie Ihren eigenen Weg. Das sind jetzt aber Hinweise und da sehen Sie schon, wie viel dabei letztlich in Ihrer eigenen Hand liegt. Also erstens säurearmes Obst, die Übersicht habe ich Ihnen einmal gegeben. Zweitens stilles Wasser trinken und natürlich auf zuckerhaltiges oder zuckerhaltige Getränke verzichten. Dann drittens, Cappuccino zum Beispiel ist sinnvoller als Filterkaffee, wobei man aufpassen muss, wie gut man die Milch wiederum auch verträgt. Viertens, fettarme Speisen, sehr wichtig. Fünftens, Kräuter. Kräuter haben einen sehr positiven Effekt. Und sechstens natürlich, weniger scharfe Gewürze. Eine Sache, die gerade im Trend ist, und so richtige Studienlage gibt es dazu aber noch nicht, aber ist Leinsamtee zu trinken bzw. zu sich zu nehmen. Das liest man oft nochmal, aber achten Sie darauf, ob bestimmte Produkte nur angeboten werden. Generell wissen Sie ja selber, was bei Ihnen die Magensäure erhöht. Also Ernährung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Drittens, Essenszeiten. In dem Zusammenhang auch die Essenszeiten sehr wichtig. Wenn Sie Probleme mit der Magensäure haben, wenn Sie die Protonenpumpenhemmer reduzieren wollen, verzichten Sie nicht nur auf das fetthaltige Essen, sondern vor allem darauf, auch dieses abends zu nehmen. Mit einem vollen Gefühl ins Bett gehen ist sehr negativ. Viertens, Bewegung nach dem Essen. In dem Zusammenhang dann auch sehr wichtig, bewegen Sie sich nach dem Essen. Versuchen Sie einen kurzen Spaziergang zu machen, abends nach dem Essen, mittags nach dem Essen. Das ist sehr wichtig
und hat einen sehr positiven Effekt. Und dann merkt man oftmals auch, dass man durch diese ganzen Maßnahmen, Stichwort Ernährung, wie man es isst, wann man es isst und sich danach bewegt, schon den Verbrauch an Magensäureblockern reduzieren kann. Fünftens, Stressreduktion. Selbstverständlich, Stress ist ja einer der wichtigsten Faktoren, auch warum man diese Magensäureblocker braucht, neben Medikamenten induziert, wie Schmerzmedikamente oder nach einer Operation. Stress auch sehr wichtiger Faktor. Ja, das weiß man oftmals selber. Man hat den Stress. Welche Möglichkeiten gibt es, wie man damit entspannter umgeht? Natürlich kann man Maßnahmen machen, vielleicht wie Yoga etc. Ja, da kann man selber nicht viel sagen, aber Stress ist nun mal ein sehr wichtiger Faktor. Stressinduzierte Gastritis zum Beispiel ist ja auch bekannt. Also versuchen, Stress zu reduzieren. Sechstens, aufrechtes Schlafen. Und letzter Punkt, gerade bei dem Schlafen, das kennen Sie vielleicht, nicht flach schlafen, sondern etwas aufrecht schlafen, damit wie ein Sodbrennen es dadurch nicht immer hochkommt. Auch das kann vielen Patienten bereits helfen. Und wenn man die Schlafposition dann so anpasst, kann man vielleicht auf die Magensäureblocker verzichten. Nochmal aber, diese Magensäureblocker sind auch sehr wichtig, denn wenn Magensäure auf- oder hochkommt und dann in die Speiseröhre kommt, die Magensäure ist ja sehr sauer und verletzt oder schädigt dort dann die Speiseröhre. Und das kann natürlich zu schlimmen Erkrankungen kommen. Also es ist wichtig zu reduzieren, dass erst viel Magensäure gebildet wird. Und da helfen die Maßnahmen, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe. Vielen Dank. Jetzt ging es einmal um Alternativen zum Magensäureblockern. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge und für Kommentare und Meinung hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.